Hi Ladies, Anja hat mich nach einem Silvester-Outfit für 2014-2015 gefragt, aber mit der Bedingung, es sollte sportlich elegant sein, also eher schlicht, nicht so bling bling. Und Anja, da habe ich hier ein wunderschönes, passendes Outfit für dich zusammengestellt, aber bevor ich jetzt hier weiter drauf eingehe, auf die Details, noch der Tipp: Wenn ihr die Bilder, die ganzen Tipps und Tricks und mein Geschenk groß sehen wollt, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video, da findet ihr auch nochmal alles, auch mein kleines Geschenk, was ich dazu für euch habe. Jedenfalls, Anja, dieses Outfit ist nach dem, was ich von dir jetzt ja weiß, was du mir gesagt hast, ich denke mal genau das Richtige für Silvester, denn es ist, wie gesagt, nicht so bling bling, aber trotzdem sehr, sehr schick anzuschauen. Ich habe hier ein Kleid von Buffalo rausgesucht, was ein sehr schickes Muster hat und extra darauf geachtet, weil Silvester, es ist nicht unbedingt sehr kalt draußen, dass es einen Dreiviertelarm hat. Aber man muss so sagen, das ist ein Velourstoff und dieses Kleid könnt ihr dann später im Sommer auch locker tragen, denn es ist schon luftig. Aber durch die Dreiviertelarme wird er dann wahrscheinlich nicht so schnell frieren. Natürlich, der erste Hingucker ist zwar das Muster, aber der V-Ausschnitt, der relativ mittelgehalten ist, also nicht zu tief, nicht zu hoch, ist schon eine Augenweite wert. Aber dieses Kleid wäre nicht perfekt, wenn die Accessoires nicht stimmen würden. Und da möchte ich dir jetzt meine Outfit-Tipps dazu geben, was ich dir empfehle. Denn zu diesem Kleid habe ich einen wunderschönen Kurzstiefel rausgesucht aus Velourleder. Und optisch, von der Farbe her, passt es perfekt zu diesem Kleid. Und mit den anderen Tipps, die ich jetzt noch gleich gebe, wirst du sehen, dass das ein komplett rundes Bild gibt. Und dieser Stiefel wird für Silvester dein Highlight sein, nicht nur weil er schön anzuschauen ist, zu diesem Kleid vor allem, sondern er ist extrem bequem. Und das ist gerade wichtig, denn wenn die Party bis früh um 6 geht, ja, da wollen wir alle keine Blasen an den Füßen haben. Jedenfalls, dieses Kleid und der Stiefel, must have. Aber was ist natürlich noch wichtig zu so einer langen Silvesternacht? Natürlich eine richtig gute Handtasche. Sie sollte nicht zu groß sein, aber auch nicht zu klein, weil meistens schleppt man dann doch schon ein bisschen was mit. Ihr wisst schon, die Sektflaschen und Co. Da habe ich hier eine Handtasche rausgesucht, wo genug Platz drin ist, aber das noch schön zu tragen ist und perfekt vom Muster, vom Style und von der Farbe her, ja, zu diesem kompletten Outfit passt. Und ich finde selber, so ein gelb-beiger Farbton mit den braunen Henkeln ist auch wieder eine Handtasche, die man zu vielen anderen Outfits auch locker tragen kann. Deswegen ist so eine Investition in so eine Handtasche quasi eine Anlage wert. Und jetzt kommt etwas, was viele vielleicht nicht empfehlen werden, aber ich habe mir getraut, wir trauen uns jetzt was. Aber es sollte trotzdem passen, denn es ist draußen Winter, es ist nicht so warm, ihr sollt nicht frieren, wenn ihr rausgeht. Denn eine Jacke kann man immer drinnen noch ausziehen. Und somit habe ich mir hier eine Bikerjacke rausgesucht, die einen Farbverlauf hat und selbst im Style selber noch mal ein bisschen, ja, Spielereien versteckt sind. Und durch diesen Farbverlauf und allgemein vom Style hat von dieser Bikerjacke passt es perfekt zu diesem Kleid. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das Kleid mit den Stiefeln und der Handtasche und dieser Bikerjacke anhabt, dann gibt das einen richtig geilen Look, gerade zu Silvester. Und ihr werdet mir danken, dass ihr dann damit nicht frieren werdet. Und es ist wirklich ein Hingucker, wenn ihr irgendwo, ja, raus auf den Markt tretet und dann draußen zu 0 Uhr, ja, das Neujahr feiert und so ein Outfit anhabt. Ich denke, hier habe ich was für euch zusammengestellt, gerade für dich, Anja. Nicht zu viel bling bling, sportlich, aber trotzdem elegant und ein Hingucker wert. Und ja, ich finde es wirklich wunderschön. Jedenfalls, Anja, ich hoffe, dieses Outfit gefällt dir. Wenn du noch mal Fragen hast, gib mir einfach Bescheid. Und für alle die, die genau so ein Outfit für dich, für euch zugeschnitten haben wollt, dann nutzt unten die Kommentarfunktion und schreibt mir so detailliert wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, was für ein Typ ihr seid, wie groß, welche Haarfarbe, also so detailliert wie möglich, damit ich genau auf euch so ein Outfit zusammenschneiden kann und dann, wer weiß, vielleicht morgen schon online stelle. Und damit ihr das nicht verpasst,
könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren und verpasst in Zukunft keine solcher wunderschönen Outfits und natürlich die dazugehörigen Deals. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß mit diesem Outfit, viel Spaß zu Silvester und ich wünsche euch jetzt natürlich schon ein wunderschönes Fest und das neue Jahr. Und wer weiß, ich denke mal, ich werde auf jeden Fall noch ein, zwei Videos hochladen, damit ihr natürlich auch schon dann für die nächsten Tage nach Silvester gewappnet seid. In diesem Sinne, viel Spaß!